Da ist natürlich mal spannend, über so eine Spieltheorie zu fahren. Wie würde die künstliche Intelligenz auf diesem Schlachtfeld reagieren? Ich persönlich glaube nicht, dass eine künstliche Intelligenz gesagt hätte, ich, Russland, greife jetzt die Ukraine an. Eine künstliche Intelligenz an der Stelle wäre, glaube ich, friedlicher als der Mensch. Sehe die Welt friedlicher aus mit künstlicher Intelligenz? Der Mensch ist nicht gut für diesen Planeten, weil er so viele Ressourcen beansprucht. Es gibt ja auch unterschiedliche Wertesysteme. Ne? Das ist ja schon genau eigentlich in dem Thema Ethik drin. Ne? Es gibt zum Beispiel das, was wir im Westen pflegen, die sogenannten Menschenrechte, die, wo wir mal sagen, die sind universell. Das sind sie nicht, sie gelten für uns. Andere haben andere Hintergründe, sie sehen das für sich nicht. Aber wir haben jetzt leider einen Krieg gar nicht weit entfernt. Das ist der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Sehr unschönes Ereignis. Aber stelle man sich vor, auf diesen Schlachtfeldern künstliche Intelligenzen sozusagen am Wirken zu haben. Da ist natürlich mal spannend, über so eine Spieltheorie zu fahren. Wie würde die künstliche Intelligenz auf diesem Schlachtfeld reagieren, die im Westen programmiert wurde, also eine europäische oder eine amerikanische künstliche Intelligenz, die vielleicht das Wertesystem Menschenrecht hat. Das heißt, da steht eine Familie, die erschießt sie nicht. Und wie würde künstliche Intelligenz reagieren, die in dem Fall russischen Input hat? Würden die gleich reagieren? Ich glaube nicht, weil natürlich die, die wir programmieren, ein gewisses anderes Regelwerk hat. Und die russische sehen wir ja gerade, ne, wie da agiert wird, mit Sicherheit nicht unbedingt Stopp machen würde vor dem Wohnhaus, wo Zivilisten drin wohnen würden. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Datenpool drauf an und woher die russische Intelligenz in dem Fall jetzt ihren Datenpool hat. Aber ich denke auch, dass da Kultur definitiv mit einspielt, aus welchem Land das Ganze kommt. Wobei es auch eine spannende Frage an der Stelle wäre, hätte eine künstliche Intelligenz, die ja einer gewissen Logik unterliegt, das muss man ja dazu sagen, der Mensch ist durch Emotionalität extrem beeinflussbar, geprägt. Im Unterbewusstsein sind bei uns so viele Filter, Voreinstellungen sozusagen drin. Ich persönlich glaube nicht, dass eine künstliche Intelligenz gesagt hätte, ich, Russland, greife jetzt die Ukraine an, weil die ja allein schon mal berechnet hätte, die Kosten des Ganzen. Weil eine künstliche Intelligenz berechnet ja Input-Output. Und das, was hier stattfindet, ist ja völlig bar jeder Rationalität. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Aber eine künstliche Intelligenz an der Stelle wäre, glaube ich, friedlicher als der Mensch ist. Was uns wieder zu der Frage bringt, sehe die Welt friedlicher aus mit künstlicher Intelligenz? Ich glaube aber nur unter Laborbedingungen, weil ich denke auch, dass sowas immer manipuliert werden würde, weil immer noch Menschen dahinter stehen am Ende des Tages. Und ich glaube, dass die Menschen, die dahinter stehen, manchmal vielleicht auch sehr machtbesessen sind und das manipulieren würden. Das wäre, glaube ich, eine ideale Vorstellung vielleicht oder unter Laborbedingungen. Es gibt ein Zitat von Putin, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Irgendwie, wer die künstliche Intelligenz erfindet oder wer führend in der künstlichen Intelligenz ist, wird die Welt beherrschen. Krasse Aussage eigentlich ist. Also Russland ist definitiv nicht, das haben wir jetzt festgestellt, aber China ist eben ein Land, was da schon auch sehr weit ist. Und ich persönlich glaube schon, dass diese Auseinandersetzung, die wir ja auch gerade ein bisschen mit China haben, auch eigentlich so der Wettbewerb ist. China 2030 weltweit führend in KI. Amerika ist immer noch mit Abstand führend. Das hat die führenden Unternehmen, das kann man ja auch mal nennen, das ist ja Nvidia als Chiphersteller. Das ist natürlich Google, das ist Facebook, das ist Microsoft, Tesla. Das sind Unternehmen, die sind super positioniert in diesem Bereich. Und die sind sehr innovativ. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Baidu, also chinesische Unternehmen, Alibaba, Baidu, die auch sehr spannende Technologien natürlich haben in dem Bereich. Und da wird es ja auch spannend sein, wer in dem Fall natürlich eines Tages die Führungsrolle übernimmt. Weil die erste Superintelligenz ist nicht mehr vom Thron zu stoßen. Das muss man wissen bei der ganzen Geschichte. Definitiv. Ich denke trotzdem, dass wenn diese künstliche Intelligenz sich immer weiterentwickelt, man dem Ganzen auch immer so kritisch gegenüberstehen sollte, weil diese Intelligenzen können sich natürlich auch immer weiterentwickeln und immer weiterentwickeln im Laufe der Zeit und irgendwann kann auch ein Kontrollverlust entstehen auf dieser künstlichen Intelligenz und wie diese sich entscheidet. Deswegen ist es ein unfassbar komplexes Thema und natürlich sind wir alle sehr gespannt, wer auf dem Thron sitzen wird. Absolut, weil was du sagst, ne? Wenn eine künstliche Intelligenz selber entscheidet, könnte ihr selber zur Entscheidung kommen, der Mensch ist nicht gut für diesen Planeten, weil er so viele Ressourcen beansprucht. Und das will man natürlich nicht. Und ich will den weghaben. Genau. Es gibt ja diese künstliche Intelligenz HAL 9000 aus dem Film Odyssee im Weltraum. Sehr spannend, sollte ich mal gesehen haben, die ja solche Entscheidungen am Ende trifft. Und das will keiner. Das will keiner. Zumindest keiner von den Menschen. Das war unsere heutige Folge zur künstlichen Intelligenz. Es wird jetzt hier auf dem Kanal noch bald mehr dazu geben. Omas Talk. Deswegen abonniere den am besten, dann bist du immer up to date und kannst in den Kommentaren auch sehr gerne fleißig mitdiskutieren.